Jetzt kommen wir Telefonjoker. Oder? Du kannst mich auch auf. Okay. Welcher Mannschaft stand Patrick in seinem ersten Bundesligaspiel gegenüber? A. Austria Wien, B. Sturm Graz, C. Wiener Neustadt. Machst du das? Mhm. Wirklich? Wir haben ja so ein Bild entdeckt vor kurzer Zeit, wo wir uns gegenüber gestanden sind am Platz. Und deswegen probiere ich es mit A. Da ist mir ein bisschen auf die Nerven gegangen im Bild. Deswegen muss ich A sagen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ist ja schon ewig her. Sag ich einmal deine Auflösung. Wieder Neustadt. Das ist ja. Auswärts Neustadt. Oder was? Aha. Oder daheim? Daheim. Welcher Spieler war Zlatko Junusovic, Fußballheld der Kindheit? A. Zinedine Zidane, B. Giovanni Elba, C. Patrick Farkas. Also JJ Okocha, Entschuldigung. Dann hätte ich C gesagt. Ey. Das ist so wie ein Sladi kennen, seine Spielweise und alles. Gibt es für mich nur eine Antwortmöglichkeit und das ist A. Zinedine Zidane. Was? Ja, sicher. Echt? Giovanni. Okay. Ja, der hat mir am meisten getaugt. Der hatte wirklich Freude am Spiel. Weißt? Okay. Und so habe ich auch die Freude entwickelt. Okay. Zum Spielen. Aber so meine Theorie war auch nicht schlecht, oder? Nein, so von der Spielweise ist auch vorne dabei. Ist auch vorne dabei. Welche bekannte Persönlichkeit würde Farki gerne mal treffen? A. Tom Brady, B. Steve Jobs, C. Michael Jordan. Dadurch, dass du momentan sein Buch liest, sage ich mal A. Tom Brady. Warte. Ja! Weil er mir auch mal das Buch lesen gesehen hat, Alter. Sonst hättest du es nicht gewusst. Okay. Puh. Gegen welchen Verein schoss Zlatko Junusovic sein erstes Bundesliga-Tor? A. Red Bull Salzburg, B. SV Ried, C. Sturm Graz. Puh, es ist schwer. Ich weiß nicht noch genau, kann mich an das legendäre Schnick-Schnack-Schnuck-Tor erinnern. Gegen Red Bull Salzburg, was dann einzeln gewonnen habt in der Red Bull Arena, aber das war sicher nicht der erste Tor. Kann man Telefonjoker? Oder? Kannst du mich auch auf. Oder kann ich eins 50-50, kann ich eins streichen lassen, kann ich. Puh. Ich sag A. Ja! Stimmt's? Ja. Gegen uns, ja. Da war ich 18. Du Hund. Was ist denn das? Achso. Okay. Welche Schuhgröße hat der Faki? A. 43 ein Drittel, B. 44 zwei Drittel, C. 45. Das ist der Faki. Kennen nur. Warte mal! Ja. 44. 44? Zwei Drittel? Hä? Loggen wir das ein? Loggen. Einloggen. Einloggen. Ja! Hey, hey, hey. Ja! Super Auge, Sladi. Super. Weißt du das überhaupt? Nein. Was ist Sladis nervigste Angewohnheit? A. Er hört Lieder fast nie zu Ende. B. Aus WC nimmt er immer sein Handy mit. C. Der rechte Fuß muss immer zuerst in den Schuh. Also ohne, dass du jetzt so schreibst, würde ich mal B sagen, weil ich sehe immer, dass dein Handy mit aufs Klo nimmst. Ja, warte mal. Darf ich mal sagen, was ich denke? Ja, meine ja. Denk noch. Lieder hört er fast nie zu Ende. Puh, das glaube ich nicht, weil ich weiß nicht mal, ob der Musik auf sein Handy hat.
Habe ich noch nie Musik erklärt. Der rechte Fuß muss immer zuerst in den Schuh. Also ganz aufpassen tue ich nicht in der Kabine, aber kann ich nur von mir sprechen. Das tue ich zum Beispiel auch immer. Immer der rechte Fuß geht zuerst in den Schuh rein. Hast du eingeloggt? Ich logge ein, C. Ja, C, natürlich. Echt? C. Ja, also aber glaube ich. Wirklich? Ja, das manchmal liegt der Schuh manchmal so perfekt für den linken, aber kann ich nicht gleich bei mir einsteigen. Ist muss ich gleich immer rechts den rechten zuerst. Oh, das ist schwer. Welche Serie schaut denn der Faki am liebsten? House of Cards, B, Suits, C, Game of Thrones. Dadurch, dass vor kurzem Game of Thrones eh war und der sich alles eingezogen hat. Boah, du musst mal aufschreiben. Ja, schreib auf einmal. Ich überlege nur. Also Suits wäre meine von den drei. Das mag ich gern. Das sind ähnliche Typen. Ich log's ein, B. Suits. Bist du eingeloggt? Eingeloggt. Der erste Theorie war richtig leider. Ah! Das ist ja fies, Alter. Was ist denn? Wann hat Slade Geburtstag? Soll ich aufschreiben? Ich weiß, dass du im September hast. Ach so. Was ist denn ABC? Es steht A, 6. September, ja. B, 16. September und der C, 26. September. Da war ja gerade Spiel, wo wir das gehabt haben, gell? Das war das Cup-Spiel. Das Geburtstag gehabt, das war am 16. September. Oder? Wann haben wir gegen Rapid gespielt im Cup? Welche ist heute? Weil dann war es der 26. September. Was jetzt? Du verwirrst mich, Alter! Warum verwirr ich dich? Nee, schon so gay, ist nicht so lange. Ich log C ein. 26. Ja, September. C. Bevor ich irgendwas anderes. Bevor ich nochmal alles durchgehe. Du hast 8 Punkte, oder? Ja. 6, okay. Nimm 6. Na, 5 hast du. Ja, was? Giovanni Elba war es jetzt? 6. Aber das war wirklich schwer. Game of Thrones in deinem Spiel. Das war links. Oh, ja, wir haben über Suits geredet. Du hast mir auch falsche Tipps dann gegeben. Das will ich vorhin nicht.